In Spanien warnen die Behörden in weiten Teilen des Landes immer noch vor schweren Unwettern mit Starkregen. In einigen Orten dürfen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen derzeit nicht verlassen. Nördlich von Valencia fiel innerhalb von Stunden so viel Regen wie sonst im ganzen Jahr. Auch im Binnenland kam es zu Überschwemmungen. Eine ganze Stadt in den Sand setzen, das passiert in der Wüste Nevadas Jahr für Jahr zum Burning Man. So heißt das Festival, zu dem Zehntausende anreisen. Sie schaffen dort ein futuristisches Gelände, das Kunstausstellung, Party und Utopie zugleich ist. Und vor allem ist es eigentlich staubtrocken dort im Südwesten der USA. In diesem Jahr aber bietet sich ein ungewohntes Bild in der Wüste. Heftige Unwetter wüteten in den Tagen zuvor und so stecken 70.000 Menschen nun im Schlamm fest und kommen nicht weg. Johannes Jolmes. Schuhe putzen extrem. Extrem wie so vieles hier auf dem Burning Man Festival. Irgendwo in der Wüste Nevadas. Dieses Jahr ist es nicht wie üblich die Hitze, sondern tagelange Regenfälle, die rund 70.000 Festivalfans und Künstler herausfordern. Du kommst ja wegen der rauen Bedingungen hierhin, schließt neue Freundschaften. Es ist ein Gemeinschaftsevent. Zu der extra errichteten riesigen Zeltstadt namens Black Rock City sperrten die Veranstalter alle Zugänge. Die Schlammmassen machen die Straßen unbefahrbar. Mit Essen, Getränken und Sprit sollen die Besucher sparsam umgehen, rät der Veranstalter. Wir haben keine Dixi-Klos mehr, kaum noch Vorräte, die medizinische Versorgung ist schwierig. Ein Todesfall wird von der Polizei untersucht. Ob der eigentliche Höhepunkt, das Verbrennen einer überdimensionalen Holzstatue, der Burning Man, stattfindet, noch unklar. Gefeiert wird trotzdem, wenn auch mit einigen Hindernissen und das vermutlich noch etwas länger. We're okay. We have enough tuna for a week. Uns geht's gut, wir haben genug Thunfisch für eine Woche. Der Regen kann am Sonntag sogar schlimmer werden als am Samstag. Vieles ist eingestürzt. Vermutlich werden wir erst Dienstag oder Mittwoch abreisen können. Die Stimmung sei dennoch gut, berichten viele Besucher. Auf einem Wüstenfestival, das in diesem Jahr ins Wasser gefallen ist.